Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Steffen, so sehr brauchen Sie sich da gar nicht echauffieren, das ist auch nicht so gut fürs Karma. Sämtliche Fraktionen damals haben den Vorstoß für frei verfügbares WLAN in Hamburg zu pilotieren unterstützt. Die SPD-Fraktion verfolgt diese Idee weiterhin. Wir haben jetzt hier ein Ergebnis vorliegen, mit dem wir sehr gut arbeiten können. Zwischenzeitlich gibt es sogar noch weitere Ergebnisse. Zum Beispiel gibt es in der Linie 3 des VHH für die Kunden auch ein kostenfreies WLAN. Das ist immerhin eine der längsten Buslinien, die wir in Hamburg haben, von Rothenburgsort bis nach Altona. Auch das wird ausdrücklich von uns begrüßt. Wer jetzt davon spricht, dass der Senat hier sehr unterschiedlich handelt, Herr Müller, der heute ja leider nicht da ist, hat ja auch schon gesagt, der Senat würde die Medienwirtschaft hier stiefmütterlich behandeln. Da möchte ich noch mal in Erinnerung rufen, was bisher geleistet wurde. Der Chaos Communication Kongress fand gerade in Hamburg statt und wird aktiv von der Stadt unterstützt. Das ADC Festival zieht für die kommenden Jahre an die Alster und im Herbst findet der IT-Gipfel in Hamburg statt. Alles das sind wichtige Projekte. Hier ist in den vergangenen 2 Jahren mehr für den IT- und Medienwirtschaftsstandort Hamburg getan worden als in den letzten 10 Jahren zusammen. Und auch beim Thema WLAN haben wir die Dinge bei der Wurzel angepackt. Es war die SPD-Fraktion, die den Senat aufgefordert hat, über den Bundesrat das leidige Thema der Störerhaftung anzupacken. Auf Initiative unserer Justizsenatorin Jana Schiedek hat die Justizministerkonferenz einstimmig die Bundesregierung aufgefordert, gegen den Abmahnmissbrauch auf diesem Gebiet vorzugehen. Es war die gemeinsame Bundesratsinitiative von Hamburg und Berlin, die einstimmig im Bundesrat beschlossen wurde und die Bundesregierung auffordert, mehr Rechtssicherheit für WLAN herzustellen. Das für die Verbreitung von WLANs so wichtige Thema wird seitdem sehr breit diskutiert. Sämtliche Oppositionsparteien im Bundestag haben dazu Anträge beschlossen und auf so gut wie allen Fachkonferenzen im vergangenen Jahr gab es hierzu eine breite Diskussion. Hamburg hat hier ein immanent wichtiges Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Das können Sie hier nicht wegdiskutieren, sondern das ist ein Erfolg unseres Senates. Und das sind Ergebnisse wie diese. Ja, Herr Kerstin, Sie haben das Gesamtthema dann vielleicht noch nicht in der gesamten Breite verstanden, weil es genau darum geht, Erfahrungen auf diesem Gebiet zu sammeln. Und dazu gehört eben auch die rechtliche Situation, die eben mit dem Thema Störerhaftung dort eine große Hürde und ein Damoklesschwert, was über jedem WLAN schwebt. Und da hat dieser Senat seine Hausaufgaben gemacht und aktiv daran gearbeitet. Und da können Sie jetzt hier nicht einfach nur hohle Phrasen dreschen, sondern das ist tatsächlich ein Abarbeiten an dem Thema, wie es sich gehört. Es zählt das Ergebnis und das Ergebnis haben wir nun hier auf dem Tisch liegen. Es gibt eine Vorlage, die heute hier eingereicht wurde, die ganz klar aufzeigt, wie jetzt mit dem Begehren der Bürgerschaft hier umgegangen wird. Und das ist dieses Ergebnis, was zählt. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle nochmal außerordentlich bei der Behördenleitung für diesen Schritt bedanken. Die Stadt kann nun im Rahmen der IBA-IGS Erfahrungen sammeln und dann schauen wir mal weiter. Wir alle haben Frau Blankau für diese Arbeit zu danken. Es geht um den Einsatz für die Sache. Und daran werden wir auch weiterhin arbeiten.